Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Player-Review auf meinem Kanal. Und ja, ihr seht, ich habe tatsächlich die Ander Herrera SPC abgeschlossen und ich weiß, dass der Mann verletzt ist. Nichtsdestotrotz sieht die Karte auf den ersten Blick einfach solide aus für 120.000 Coins. Dachte ich mir, muss ich den trotzdem mal testen für die Leute mit dem Low Budget da draußen oder für die Leute, die einfach viel Futter haben und einfach Bock haben, die täglichen SPCs zu machen oder halt überlegen, diese täglichen SPCs zu machen. Deswegen nehme ich euch da auf jeden Fall mit, beziehungsweise teste die Karte für euch, kann euch sagen, hey, nehmt den mit, der spielt sich ganz gut und er kann ja trotzdem Upgrades bekommen, auch wenn er verletzt ist. Oder ich kann euch einfach sagen, ja, okay, der kostet zwar nur 130k, aber ist halt auch kacke. So, und ihr solltet den nicht machen. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Lasst gerne ein Like und ein Follow da, um in Zukunft keine Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als erstes mal einfach auf Ander Herrera seine Karte und schauen uns mal genauer seine Stats an ein bisschen. Also Arbeitsraten hoch, hoch. Das heißt, sehr ähnlich zu Rolfe, die hat ja auch Arbeitsraten hoch, hoch, ist 1,78, der Mann ist 1,82, also nochmal ein klein bisschen größer, könnte also nochmal ein bisschen präsenter sein. Leider hat er nur 3 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. Rolfe hat ja zum Beispiel 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, was schon mal deutlich besser ist. Das war auch das, wo ich mir erstmal so dachte, oh, weiß ich nicht, ich wusste erstmal gar nicht, dass er verletzt ist. Ich dachte erstmal schon, oh, weiß ich nicht, ob ich die SPC mache, weil 3,4. 3,4 ist jetzt halt so, ja, schwierig. Aber als Sechser könnte das trotzdem hinhauen, weil zum Beispiel Kanté hatte ja auch nur 3 Sterne Skills oder sogar nur 2 Sterne Skills. Auf jeden Fall schlechter als Ander Herrera nochmal. Deswegen ist das noch okay, aber es ist wirklich schon mal ein Minuspunkt auf jeden Fall, dass er nur 3 Sterne Skills hat und 4 Sterne Weakfoot. Aber das Interessanteste, was ich bei dem Mann fand, sind nicht mal seine Stats. Ne? Sie sehen einfach sehr solide aus in jedem Bereich. Ist halt dann die Frage, wie sich das Ganze in-game anfühlt, weil an sich wirklich auch Ausdauer 89 und so sind wirklich gute Stats, also für diese Base-Card für 130k. Und natürlich beschweren sich alle Leute, dass der Mann verletzt ist, weil es einfach keinen Sinn macht, aber es macht die Karte an sich ja nicht schlechter. Also für 130k, selbst wenn die keine Upgrades bekommt, sieht die auf den ersten Blick bis auf 3 Sterne Skills echt nicht schlecht aus, also echt sogar gut. So, im Vergleich zu Rolfe, die kostet 600k und Rolfe ist auch verletzt, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Das heißt, sie hat zwar ja ziemlich safe 2 Upgrades, weil Barcelona einfach krass ist, aber Atletico Bilbao zum Beispiel ist auch nicht so scheiße, ne? Ihr seht es hier nochmal bei den Upgrades, Atletico Bilbao ist auch nicht so scheiße. Das Einzige, was wegfällt, wenn er verletzt bleibt, ist, dass er halt in 4 Spielen ein Tor oder eine Vorlage macht, dass er halt 3-mal in 4 Spielen zum Einsatz kommt, aber Bilbao kann schon schaffen, die nächsten 2 Spiele, also 2 Spiele aus den nächsten 4 zu gewinnen. Einmal spielen sie gegen Real Madrid, das wird schwierig, aber die anderen 3 Partien können sie auf jeden Fall schaffen. Und diese 11 Tore, Atletico Bilbao hat manche Spiele auch einfach mal 4-5 Tore geschossen. Also die sind nicht kacke, die haben immerhin Barcelona zerstört, die haben Atletico Madrid 3-0 zerstört und so. Also die sind schon sehr, sehr gut momentan drauf. Das heißt, ich sehe eigentlich 2 Upgrades hier auch möglich. Das heißt, gleich wie bei Rolfe, und er kostet halt ein Fünftel von Rolfe, ne? Also sogar fast ein Sechstel. Das heißt, im Vergleich so von den Stats her sehen die sich sehr, sehr ähnlich. Einzige Vorteil bei Rolfe ist halt, dass sie 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot hat. Aber die Playstyles, das war es dann, was ich bei Twitter gesehen habe, was mich überzeugt hat. Schaut euch das mal an. Er ist der einzige Spieler im Spiel mit Schnittstellenpass Plus als Playstyle und Tiki-Taka Plus. Das heißt, rein theoretisch sogar noch mit weiter Pass auf Grau muss dieser Mann hier, der einzige, dem fehlt, wo ich sage, das wäre als Sechser perfekt, wenn er noch den hätte, dieses entscheidende Pass. Aber Bruder, bitte, er muss ja der absolute Passmaster sein. Vor allen Dingen hast du dann auch einen für Ecken und Freistöße mit ruhender Ball in Grau. Du hast als Sechser Abfangen und Grätsche. Okay, Grätsche ist nicht so wichtig, aber Abfangen ist als Sechser sehr, sehr geil. Du hast trotzdem auch, dass du mit ihm ein bisschen Meter machen kannst, Technical dabei. Du hast diese Batterie unerbitterlich und Trivela Playstyle in Grau. Das heißt, du hast auf dieser Karte nicht nur sehr gute Stats, sondern auch extrem gute Playstyles, finde ich persönlich. Spanien, La Liga auch einfach einzubauen. Und wie gesagt, mit plus 2 nochmal auf jedem Stat ungefähr, wo man mit rechnen kann. Ich kann es euch nicht garantieren, aber kann man einfach mal mit rechnen. Für 130k sieht das Ganze dann schon wieder ein bisschen interessanter aus. Deswegen dachte ich, okay, muss ich eigentlich machen. Gerade bei so einer Karte, wo sich wirklich keiner sicher ist. So bei Rolf ist ja vielleicht noch ein bisschen mehr so, okay, Rolf ist halt einfach krass, macht man etc. pp. Könnt euch da gerne auch das Review abchecken. Ich habe so eine Playlist jetzt erstellt, wo ich die Player-Reviews immer alle reinpacke. Aber gerade bei der Karte könnte man halt wirklich denken, oh, der ist verletzt, nee, mache ich nicht. Das war ja auch erst mein Gedanke. So, ne, ich habe gesehen, 3 Sterne, 4 Sterne, Weakfoot, habe nachgedacht, habe gesehen, der ist verletzt, dachte ich, oh, nee, komm, scheiß drauf. Aber da habe ich nochmal den einen oder anderen Post bei Twitter gesehen und dachte, ja,
okay, doch, 130k ist ja echt günstig, müssen wir vielleicht einfach mal testen. Und deswegen packe ich den jetzt mal in mein Team und werde auch hier wieder 2-3 Spiele testen. Ich kann ja eigentlich perfekt neben Röllfühl spielen, ne? Also ich kann ja eigentlich an sich sie dann rauspacken und Röllfühl reinpacken. Oder ich spiele in der ersten Halbzeit André Herrera und in der zweiten Halbzeit Röllfühl. Dann habe ich einfach so den perfekten Vergleich, glaube ich, zwischen den Karten. Oh, André Herrera vielleicht direkt mal mit einer Vorlage. Weil der Gegner noch am Pennen ist anscheinend. André Herrera wieder am Ball gewesen da. Guter Laufweg, der Pass kommt nicht. Na, jetzt sind natürlich drei Sterne Skills nicht so nice. Aber Dribbling fühlt sich schon ein bisschen clunky an. Digga, was macht denn der Gegner da? So, ich glaube, der Gegner spielt nicht mal richtig. Ich brauche schon... Oh, 11 Meter rausgeholt. Ich brauche schon an sich einen richtigen Gegner. Ich weiß nicht, was der da gerade fabriziert. Aber André Herrera ist vielleicht, glaube ich, gut in 11 Metern. Nee, 88. Nee. Dann schieße ich lieber mit Werner Abi. André Herrera jetzt. Ah, das Dribbling ist echt Katastrophe ein bisschen. Sah auf der Karte besser aus. Erster Eindruck, nicht so nice, sein Dribbling. Ah, kommt der zu spät an, der Herrera? Also bisher defensiv ist der Mann nicht so da. Aber er kann ja mit seinem Passen jetzt überzeugen. Der Pass kommt im perfekten Moment und Mbappé fasst ein Tor. So, R1 Dribbling bei André Herrera können wir auch mal testen, dass wir ein paar Meter machen können. Ist bei Rolfi auf jeden Fall deutlich schneller gewesen. Kann ich schon mal sagen. Boah, Digga. Alter, ohne 4 Sterne Skills und mit dem Dribbling. Boah, schwieriges Thema. Haben wir noch gut gelöst, aber boah, Dribbling fühlt sich echt nicht so nice an bei dem Bruder leider. Aber ruhender Ball jetzt mal. Okay, ruhender Ball. Nehmen wir natürlich an der Herrera. Und dann können wir ihn theoretisch entweder aufs Tor bringen oder halt geil reinflanken. Ne? Ich werde ihn sogar mal just for fun versuchen aufs Tor zu bringen. Wo es schon sehr schwer ist. Er hat halt ruhender Ball auch nur in Grau. Ne? Dementsprechend. Wir probieren es trotzdem mal. Oh, der war close. Not bad. Und André Herrera, das erste Mal den Ball gut abgefangen. Und ein guter Pass. Und das Tor. Stark. Stark. Gut den Ball abgefangen. Ich habe nicht mal was gemacht. Das war von alleine. Wieder André Herrera. Kommt da diesmal gut vorbei. Aber das Dribbling ist es nicht, Jungs. Also nach vorne brauchst du schon eher so eine Rolle für Zidane oder so. So ein offensiver Achter. Da sieht André Herrera vielleicht auf den ersten Blick danach aus, dass er so ein Box-to-Box ist. Aber ich glaube wirklich, dass du den eher... Oh Gott, jetzt kriege ich sogar ein Tor. Dass du ihn eher als Sechser spielst. Bruder, das Dribbling. Hilfe, der reagiert so spät, Alter. Gut, André Herrera. Braucht diese Defensivaktion von dem. Nee, also mit Dribbling kannst du da mit André Herrera echt nichts erwarten. Gut abgefangen. Digga, jeder Schuss von André Herrera wird geblockt. Da kommt nicht einer mal durch. Was hat er denn für eine Schusstechnik? Pässe auch nicht so stark, wie ich erwartet habe, Alter. Hätte gerade einen schönen Steckpass machen können, spielt er den einfach direkt in den Gegner rein. Schönes Ding, meine Güte, es geht doch. Jetzt muss ich jemanden, der jetzt brauche ich jemanden, der mitläuft und einen guten Pass. Oh Gott, dammit. Oh Gott, dammit, ist das ein schlechter Steckpass. Der nächste. Digga, du kannst mit dem in der Box nichts machen. Ich sag euch so, wie es ist, Jungs. Wenn ihr den als Box-to-Box holen wollt, nee, wirklich nicht. Wenn der vorne am Ball kommt, das ist Katastrophe. Boah, sorry, Alter. Was André Herrera veranstaltet da im Mittelfeld, das ist eine Frechheit. Jetzt vielleicht mal André Herrera. Ja, das ist es. Stark. Das war mal ein guter Pass. Vielleicht braucht André Herrera auch 1-2 Streichereinheiten. Erstmal reinkommen, damit er abliefern kann.
guter Kopfball von Ander Herrera. Und das ist seine Einleitung. Genau sowas erwarte ich von ihm. Ja, Ander. Ja. Und das war scheiße. Ja, Ander. So, jetzt brauche ich einen super Pass. Genau so einer eigentlich doch an der. Also du kannst nicht ins 1 gegen 1 mit Herrera gehen, das sage ich euch schon mal. Und das ist wirklich eine Sache, die man einfach akzeptieren muss und daran muss ich mich glaube ich auch noch gewöhnen. Aber die Pässe hat er dann halt. Und Werner. Na, schade. Gut den Ball abgefangen, aber. Ander Herrera. Gutes Ding. Und das zum Beispiel random. Wieso passt er denn da hin, Digga? So, Ander. Das ist so ein guter Pass. Und den macht Werner auch. Nee! Vielleicht jetzt nochmal Ander Herrera. Und da ist es. Da ist es, Jungs! Gut den Körper eingesetzt, Herrera. Gute Übersteiger und guten Lauf. Und da geht Atenea vorbei, aber Herrera läuft leider nicht mit. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Fernschuss von Herrera. Ne, wird geblockt. Oh. Okay, Jungs. Zwei Spiele gemacht und das reicht mir aber tatsächlich schon als Fazit, weil die Spieler auch bis zur letzten Minute waren und Rivals gerade eben ein bisschen komisch ist vom Gameplay her. Deswegen, ich glaube nicht, dass sich da meine Meinung jetzt noch über die nächsten Spiele ändern wird. Ich muss sagen, ich hätte mehr erwartet. Ich hätte mehr erwartet, dass das hier vielleicht wirklich eine sehr günstige Box-to-Box-Karte wird. Wenn man sich nämlich die Stats anguckt, sieht das ja eigentlich optimal aus. Er hat sogar ein besseres Dribbling auf der Karte, ne? Beweglichkeit, Balance besser als Rolfö. Aber es kann halt mit seiner Körpergröße und seinem Player-Model zusammenhängen. Der fühlt sich leider echt nicht so beweglich an. Du kannst echt kein geiles Dribbling machen. Du kannst natürlich mal, wenn du einfach Meter machen musst, das R1-Dribbling nutzen, so wie ich das auch in einer Aktion bei dem Tor gemacht habe, dass er dann einfach durch den Strafraum gelaufen bin mit R1-Dribbling. Das geht natürlich, das ist halt OP. Aber das kannst du ja nicht immer machen und irgendwann ahnt der Gegner das auch. Und du kannst halt mit ihm keine Skills machen und du kannst mit ihm auch keine geilen Haken schlagen. Das heißt, rein theoretisch, Tempo ist okay, ja. Passen ist aber gar nicht so krass herausgestochen, finde ich persönlich. Kann auch am Gameplay liegen oder an mir, weil ich einfach scheiße bin, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Die ein, zwei Pässe waren ganz nice, aber so overall hätte ich von 91 Passen und mit den Playstyles auch nochmal deutlich mehr erwartet. Defending, Physis war okay. Für so ein Box-to-Box wäre das auf jeden Fall sehr, sehr gut sogar, würde ich sagen, weil er hat echt da einige Bälle gut abgefangen, abgeräumt. Aber er war auch viel unsichtbar, deswegen so für einen reinen Sechser wäre mir das ehrlicherweise auch zu wenig. Und ich dachte, wie gesagt, für 130.000 bekommen wir hier maybe ein Cheat Beast. Aber leider Gottes spielt er unter seinen Erwartungen. Und deswegen würde ich tatsächlich, dadurch, dass er verletzt ist, erstmal sagen Pass. Also ich würde die SBC erstmal, glaube ich, nicht machen. Ich würde jetzt, also wenn ihr vielleicht unbedingt jetzt einen Spanier braucht, okay, dann kann man nochmal darüber streiten. So, dann wartet ihr vielleicht nochmal ab, ob Atletico Bilbao das nächste Spiel gewinnt, wie hoch sie gewinnen und so weiter und so fort. Weil wenn er seine zwei Upgrades bekommt, dann könnte es sein, dass er sich nochmal besser spielt. Aber er wird ja keinen Skill-Move dazu bekommen, was schon mal für mich ein dickes Downgrade ist. Mittlerweile braucht man gefühlt echt, ja, bei Box-to-Box-Spielern braucht man halt einfach 4-Sterne-Skills. Ein reiner Sechser ist er nun mal nicht. Dafür ist er halt, da ist ein Kanté oder so halt zum Beispiel deutlich besser. Oder Rolfi fand ich auch viel besser auf der 6 sozusagen. Also die hat viel mehr Bälle abgeräumt, abgefangen. Die war irgendwie gefühlt überall so ein Staubsaugermäßig. Und das war Ander Herrera halt gar nicht. So, ich kann ihn mir eher als Box-to-Box vorstellen, aber dafür war er halt zu schlecht. Für mich persönlich, für meine Verhältnisse. Gerade auch wegen den 3-Sterne-Skills. Und weil er halt einfach nicht so ein geiles Dribbling hatte. Deswegen, ja, wie gesagt, Pass. Aber falls der dann doch irgendwie nicht mehr verletzt sein sollte und vielleicht sogar 3-4 Upgrades bekommen könnte, wäre es natürlich eine sehr krass günstige SBC. Nichtsdestotrotz verstehe ich irgendwie den Sinn von EA nicht so ganz, dass sie verletzten Spielern irgendwie die ganze Zeit Fancy-Karten geben, weil das ja Live-Karten basierend auf Performance sind. Wieso geben sie das nicht Spielern, die fit sind? Zum Beispiel, weiß nicht, Inaki Williams oder so, der aktuell jedes Spieler auch rasiert bei Atletico Bilbao, wäre viel cooler gewesen. Oder sein Bruder Nico Williams oder so. Also,
Verstehe ich nicht ganz, aber ich bin trotzdem für euch da und habe die Karte getestet. Deswegen, falls ihr es wie gesagt noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Like und ein Follow da. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.